Hi Leute, das ist Sanu hier. Ein Gedankenspiel, was mich und so einige schon länger festhält, wo wir drüber nachgedacht haben, ist, ihr wisst alle, dass The Division Heartland, das Free-to-Play-Survival-Extraction-Shooter-Game von Ubisoft, dass das gecancelt wurde. Und das Ganze hat, ja, wirklich Spuren hinterlassen, besonders bei den eingefleischten Division-Fans und bei denen, die PvP auch ziemlich nice finden im Third-Person-Shooter-Genre. Und jetzt ist es halt zusätzlich auch noch so, ich meine, wir hatten es angesprochen, dass die neuen Seasons 2.0 so in der Form nicht erscheinen in The Division 2 und das Ganze so ablaufen wird, dass man keinen Season-Char mehr erstellen muss. Die Frage natürlich immer wieder aufkommt nach entsprechendem Content und was kann man tun, wie kann man die Spielerfahrung noch verbessern und was kann man eventuell noch reinpacken. Man hatte so immer die Gedankenspiele auch in Bezug auf The Division 1, weil es so geile Spielmodi hatte, wie das ausschaut, könnte man da eventuell irgendwas machen in Bezug auf Division 2 und ähnliches. Und angesprochen auf The Division Heartland, wie gesagt, was 3 Jahre in Entwicklung war und wirklich schon in den verschiedenen Stadien der Entwicklung immer wieder spielbar war, immer wieder Tests abgehalten wurden. Und ich aus erster Hand weiß, dass das Ganze nicht nur mega gut spielbar war, sondern auch richtig Bock gemacht hat wohl. Und die Frage war, da war man noch nicht so drin in der Materie, ja? Wie sieht das aus? Kann man da eventuell vielleicht irgendwas machen mit dem Game, trotz dass es gecancelt wurde? Weil, überlegt mal, die ganzen Assets, alles, was sie benutzt haben dafür, die sind alle in der gleichen Engine wie The Division 2, ne? Beziehungsweise in der alten Snowdrop Engine und wie The Division 3 oder wie Star Wars Outlaws jetzt auch, das jetzt erscheint, oder wie das Avatar-Game, alles in der Snowdrop-Engine. Und rein technisch gesehen wäre es für die überhaupt kein Problem, die Assets zu benutzen, um sie dann eventuell in einem weiteren DLC für Division 2 zu verwenden. Oder, was ich persönlich nicer fände, wenn sie das schon direkt für mit in Division 3 mit einbinden, als, keine Ahnung, ausgelagerte Survival-Variante, wie der Überleben-Modus in Division 1, so als eigenständiger Modus, oder den PvP-Teil komplett dahin ziehen, weil es bietet sich halt an. Ne? Man hat auch recht wenig Probleme, das Ganze mitzunehmen und mit zu integrieren dadurch. Das machen ja ganz viele Entwicklerstudios, haben das hier mit der Unreal Engine 4 beim Sprung auf die 5er gemacht. Das ist ähnliches Prinzip, ist, ne? Ist nur eine erweiterte, ist die Snowdrop 2.0. Und dahingehend wäre das definitiv möglich und würde ich persönlich, und ich weiß viele von euch auch, würden es richtig nice finden, weil es dann einfach, es wäre nicht so verschwendet und es würde definitiv seinen Platz finden in einem der neuen Games oder eventuell sogar in Division 2 noch. So, kleines Hirngespinst von ein paar von uns. Was haltet ihr davon, Leute? Haut es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.